Hallo, heute will ich euch zeigen, wie man vor allem eine Mathematik-Hausübung im Kursnotizbuch erstellt und dann auch abgibt. Hier ist es am besten, man erstellt zuerst den Abschnitt Hausübungen, entweder in der Inhaltsbibliothek oder im Abschnitt nur für Lehrer. Ich mache das jetzt mal hier, im Abschnitt nur für Lehrer. Gehe ich hier auf Rechtsklick, erstelle einen neuen Abschnitt, Hausaufgaben. Und bestätige das. So, ich gebe jetzt hier eine neue Hausübung ein. Es ist die erste Hausübung. Es ist hier meine erste Hausübung. Darum schreibe ich einfach die Hausübung. Und gebe hier unten meine Anweisungen ein. Sie sollen also im Buch diese Nummern erledigen. Berechne im Hausübungsheft und füge hier drunter ein Foto davon ein. Anschließend gehe ich jetzt auf den Reiter Aufgaben und erstelle mir hier eine neue Hausübung, und zwar Aufgabe. Ich nenne den Titel einfach erste Hausübung, Anweisungen, öffne die Datei, und folge den Anweisungen. Dann füge ich noch eine Ressource hinzu, und zwar jetzt meine schon erstellte OneNote-Seite. Darum gehe ich auf das Kursnotizbuch und hier auf meinen Abschnitt nur für Lehrer, Hausaufgaben. Und hier ist sie ja schon bereits angelegt, die erste Hausübung. Ich klicke sie an. Gehe auf Anfügen. Jetzt werde ich gefragt, wählen Sie den Schülerabschnitt im Notizbuch aus, in den diese Seite kopiert werden soll? Natürlich im Abschnitt Hausaufgaben. Und gehe auf Fertig. Natürlich könnte ich jetzt noch Punkte hinzugeben, das mache ich jetzt nicht. Und ein Fälligkeitsdatum, das habe ich in einem anderen Video schon erklärt. Und jetzt gehe ich auf Zuweisen. Die Hausübung ist erstellt. Ich kann sie hier nochmal anklicken und sehe hier auch die Schüleransicht. Ich gehe jetzt auf die Schüleransicht vom Zolli. Der hat schon ein paar Aktivitäten, einige neue, sieht man hier in der roten Zahl. Und hier ganz oben Assignment hat 2020 4E Mathematik erwähnt. Sobald er das anklickt, erscheint hier unten die Aufgabe. Das ist die Hausübung, Aufgabe anzeigen. Exemplarisch möchte ich nun an einer anderen Aufgabe zeigen, wie der Schüler das auch mit dem Handy abgeben kann. Also wichtig ist, er braucht hier neben der App Teams auch die App OneNote. Also bekommt die Benachrichtigung und klickt diese an. Die Aufgabe wird angezeigt. Er lässt sich die Aufgabe anzeigen, klickt auf diese OneNote-Datei und hier öffnet sich dieses Fenster mit den Anweisungen. Nun klickt er in das Blatt hinein. Wir gehen davon aus, er hat die Aufgabe ja schon in sein Heft gelöst. Sobald er hier reinklickt in das leere weiße Blatt, öffnet sich diese Tastatur und unter anderem ist hier auch die Kamera zu finden. Er klickt auf Bild an, aufnehmen oder wenn er es davor schon fotografiert hat und gespeichert, kann er es ja auch aus seiner Bibliothek einfügen. Er macht ein Foto, kann dieses Foto mit diesen Tools hier auch zuschneiden und dann auf Fertig klicken. Das Bild fügt sich automatisch ein. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Schritt. Er muss jetzt, kann das OneNote-App jetzt auch schließen, er muss jetzt auf jeden Fall in die Teams-App wechseln und auf Abgeben klicken. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Hier auf Abgeben klicken. Ja. Und nachdem der Lehrer das jetzt korrigiert hat, bekommt der Schüler wieder
Assignment, als einen Hinweis, und er kann jetzt dann sein Feedback ansehen und auch die Korrektur des Lehrers.